Minister gibt selber zu, dass er sich korrigieren muss. Räumung Hambacher Forst. Noch vor einer Woche hatte Herbert Reul sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, dass es bei der Räumung Absprachen mit RWE gegeben habe. Jetzt hat er noch mal in seinen Terminkalender geguckt und siehe da, es gab doch zwei Treffen, an denen Reul persönlich dabei war. Hat er jetzt gelogen? Ist es ein Riesenskandal, von der die Opposition spricht? Der Innenminister als wohl möglicher Erfüllungsgehilfe von RWE? Die Räumung des Hambacher Forstes vor einem Jahr. Einer der größten Polizeieinsätze in der Geschichte des Landes. Ging es wirklich um Brandschutz? Oder wurden die Baumhäuser abgerissen, um dem Energiekonzern eine Rodung des Hambacher Forstes zu ermöglichen? RWE war zuvor mit einem Antrag bei den Kommunen gescheitert. Innenminister Reul verneinte vor einer Woche noch, um Hilfe gebeten worden zu sein. Da habe ich auch gar keinen Kontakt gehabt mit RWE. Natürlich habe ich in meinem Leben mit RWE geredet, das ist klar. Aber in dieser Zeit kein und erst recht nicht so eine Aufforderung. Da gab es sogar keinen Grund für. Da hätten sie sich auch die Zähne ausgebissen, weil ich bin nicht Erfüllungsgehilfe von irgendeinem. Doch, vom Recht. Heute die Kehrtwende. Reul nimmt die Aussage zurück, er habe doch mit RWE gesprochen. Wir haben im Vorfeld der Räumungsarbeiten sowohl mit anderen Ministerien als auch mit Kommunen als auch mit RWE geredet, Kontakte gehabt. Und bei zwei Gesprächen mit RWE war ich dabei, das war am 16. Juli und am 15. August. Und insofern muss ich mich an der Stelle korrigieren. Das habe ich, als sie mich interviewt haben, nicht mehr so präsent gehabt. Es war ein Jahr her, aber trotzdem war es falsch. Gedächtnislücken oder Vorsatz? Für die NRW-Grünen ist die Sache klar. Der Innenminister tarnt, trickst und täuscht. Und der Verdacht, Erfüllungsgehilfe für RWE zu sein, er als Innenminister, aber damit die ganze Landesregierung, erhärtet sich durch die neuesten Äußerungen. Deswegen muss er jetzt genau und ohne scheibchenweise zu agieren, klar machen, was wurde mit RWE besprochen in diesen Treffen, damit wir als Bürgerinnen und Bürger des Landes uns sicher sein können, wir können vertrauen, dass unsere Landesregierung nicht Erfüllungsgehilfe von RWE ist. Nein, wir waren keine Erfüllungsgehilfen, da können Sie ganz sicher sein. In der kommenden Woche muss der Innenminister die Hintergründe der Räumung des Hambacher Forstes dem Landtag erklären. Schwere Vorwürfe.